Hier sind wir wieder bei This is the Police und wir sind hier quasi gerade im Tutorial. Und weil ich keine Ahnung habe, wie dieses Spiel funktioniert, werden wir tatsächlich dieses Tutorial auch aktivieren. Da hatte ich zumindest gerade die Wahl für. Die Freeburger Polizei ordnete bevorstehende Arbeitsanweisungen in Schichten für heute und morgen ein. In jeder Schicht reagieren Polizisten auf laufende Verbrechen und Detectives fahren mit ihren Ermittlungen fort. Sie können Angestellte problemlos von einer Schicht in die andere versetzen. Unser Ziel ist es ja, 180 Tage lang Ruhe, für Ruhe zu sorgen in der Stadt, damit der Bürgermeister, ich habe keine Ahnung, was der vorhat, auf jeden Fall seine Pläne durchziehen kann. Und wir können jetzt hier die Schichten einteilen, denn alle Polizisten und Detectives verfügen über eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Professionalität zeigt den gesamten Effizienzlevel ihrer Polizisten an. Ein Wert von 150 stellt den Durchschnitt dar. Alle Polizisten darunter sind nicht gänzlich zuverlässig. Das war nicht schön betont. Während die mit einem deutlich höheren Wert in Professionalität grundsolide sind, selbst wenn es hart auf hart kommt. Der individuelle Wert an Professionalität kann im Laufe einer Karriere steigen oder sinken. Energie zeigt an, wie müde ihre Polizisten sind. Je weniger Energie ihre Leute haben, desto weniger zuverlässig ist ihre Arbeit und ein erschöpfter Polizist könnte am Steuer einschlafen oder einen schwerwiegenden Fehler auf der Arbeit machen. Ihre Angestellten verlieren einen Punkt Energie nach jedem Arbeitstag und erhalten einen neuen Punkt nach jedem Tag Ausruhen. Verständlich. Das hier rechts sind dann die Punkte. Kapiert. Ihre Angestellten erzählen ihnen nicht alles. Einige zusätzliche Eigenschaften sind versteckt. Zum Beispiel sind manche Polizisten faul und werden sich alle möglichen Ausreden ausdenken, um einen freien Tag zu bekommen, während andere gerne über den Durst trinken. Sie können über solche Dinge nur spekulieren, sollten aber ihre eigenen Schlüsse aus dem Verhalten ihrer Angestellten ziehen können. Okay. Das sind unsere Jungs. Wir haben Kochi, Jancy, Purdy, die sieht. Ja, für Verfolgungsjagden scheint Purdy nicht geeignet zu sein. Dann haben wir Tsubaki, Asano, Austin, Price, Mole, DiBritillo und Armstrong. Das drei sind wohl unsere Detectives. Und das sind, naja, klar, unsere Deputies, wie auch immer. Und können wir irgendwas machen mit denen? Nö, gerade noch nicht. Zumindest sehe ich das gerade nicht. Deswegen beginnen wir mal den Tag. So. Oh, wir haben auch noch ein SWAT-Team. Naja, cool. So, das ist die Schicht. Auf Notrufe reagieren ist die Grundlage aller Polizeiarbeit. Sie werden Polizisten zum Tatort schicken müssen, bevor die Zeit abläuft. Eine Markierung auf der Karte zeigt an, von wo der Anruf eingegangen ist. Je weiter weg das Ziel von der Polizeiwache ist, desto länger würden ihre Beamten dorthin brauchen. Und umso länger ihre Leute unabkömmlich für neue Jobs sein. Also werden, also ja, ich sollte die Wörter aber richtig lesen. Fahrerflucht. Everyday Einkaufszentrum. Okay, sehr gut. Die einfachste Methode, die Schwierigkeit einer Aufgabe festzustellen, ist zu überprüfen, wie viele Einheiten sie losschicken können. Je mehr Einheiten sie schicken können, desto größer ist die zu erwartende Gefahr. Besonders risikoreiche Missionen geben ihnen die Möglichkeit, ein SWAT-Team zu schicken. Aber dieses muss von wenigstens einem regulären Polizisten begleitet werden. Verständlich. So. Die Anzahl an Plätze ist nicht das Einzige, was Sie beachten sollten. Alle verfügbaren Informationen von der Lage des Tatorts zum Vorhandensein von Waffen und so weiter. All das kann Ihnen sagen, wie ernst Sie den Fall jeweils nehmen müssen. Eine Mission kann auf den ersten Blick einfach aussehen, sich aber in ein Schlachthaus verwandeln. Oder es kann ein ernster Anruf hereinkommen, der sich aber als falscher Alarm herausstellt. Wir haben hier als Beispielmission jetzt Fahrerflucht im Everyday-Einkaufszentrum. Ein verheiratetes Paar kam aus einem Supermarkt und sah auf dem Parkplatz, wie ein Wagen rückwärts einen Obdachlosen anfuhr, der in einer Mülltonne gewühlt hatte. Der Fahrer sprang erst heraus, um zu helfen, stieg dann aber schnell wieder ein und fuhr weg, nachdem er gesehen hatte, dass er einen Obdachlosen erwischt hatte. Gut, das ist ein klarer Fall von Fahrerflucht. Die Sackratte werden wir platt machen. Und zwar wird das Kochi machen und Asano, unser Japano-Team. Zwei Frauen. Ihr rockt das Ding. Fortfahren.
Los geht's. So, die fahren jetzt hier zum Einsatz. Da sehen wir, wie sie fahren. Sie müssen hier hinten hin, fahren hinten rum. Hier war noch ein Auftrag. Gewaltsame Auseinandersetzung im Last Picture Show Kino. Ein Kinomanager aber berichtet, dass ein betrunkener Mann während einer Vorstellung des großartigen Citizen Kane versucht habe, mit einem durch den Schriftzug Roseboot verziertes Snowboard den Eintritt zum Kino zu erzwingen. Als man ihm den Zugang verweigerte, griff er den Kassierer gewalttätig an. Derzeit kämpft der Mann mit dem Schichtdienst des Kinos. Yancy und Purdy machen das. Purdy, das klingt nach keiner Verfolgungsjagd, das kann Purdy. Also, go. Ich weiß gar nicht, ob es klug ist, immer zwei Teams zu schicken. Aber wird schon gehen, oder? Wird schon gehen. Jo, mal was Nachrichten. Ah, das Anrufe, Nachrichten. Nö, das ist alles. Wir warten jetzt erstmal so ein bisschen ab. Oh! Fahrerflucht. Der Bericht der Fahrerflucht ist da. Wenn alles gut läuft, verhaften die Polizisten die Kriminellen und niemand stirbt. Aber die Wahrheit ist, dass die Kriminellen manchmal entkommen können. Versuchen sie vor allem, tote Polizisten und Zivilisten zu vermeiden. Tote Polizisten werden ihr Team schwächen und tote Bürger, naja, den ärgert, das gibt keine gute Presse. Täter gefasst, Beamte unversehrt, sehr gut. Das gab Bonuspunkte hier oben auf den, wie ist das nochmal, Professionalitätsscore, ne? Ja, genau. Sehr schön, gut gemacht, Jungs. Mädels, gut gemacht, Mädels. Yancy und Purdy sind auch gerade dabei. Auch hier Täter gefasst, Beamte unversehrt, Zivilisten unversehrt, sehr gut. Purdy ist, ich sage, Purdy, ihr glaubt das, Purdy ist richtig gut. Purdy ist ein richtig guter Mensch. Ebenso wie Ziggurat und meine Steam-Dingsens, die anscheinend ein ist, was mich nervt. Warum auch immer das so sein soll. Naja, lassen wir mal für diesen Part noch an. Beim nächsten Mal mache ich es aus. Ja. Scheint ein ruhiger Tag zu sein. Oh, ein bewaffneter Raub. Drei mit einer Schrotflinte bewaffnete Teenager haben eine Videothek überfallen und sind mit ihrer gesamten Sammlung an Pornofilmen geflohen. Oh. Die Täter flohen in einem Auto, aber der Leiter der Videothek konnte das Kennzeichen notieren. Die Besitzerin ist eine Janet Brown, die in der Vorstadt lebt. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt das SWAT-Team schicken, oder? Das macht Austin zusammen mit Tsubaki. Und hier haben wir noch was? Gewaltsame Auseinandersetzung. Johnson, Jürgen und Katz Anwaltskanzlei. Ein Bruder und eine Schwester sind über das Testament ihres gerade verstorbenen Vaters in Streit geraten. Einer der Anwälte hat erklärt, wir trauen uns nicht, sie zu trennen. Und heute Abend hat die Nachtwächter des Krankenhauses frei. Okay, das, weißt du was? Price. Du bist unglaublich unprofessionell, aber du schaffst das alleine. Ich vertraue dir, Kollege. Da kann doch gar nichts schief gehen, oder? Das schafft er. Der muss da nur, was soll da schon schief gehen? Price, guter Junge. Bester Mann. Ich hoffe zumindest, dass das klappt. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Was haben wir hier? Angriff im Ghetto. Ein Passant hat gesehen, wie ein paar Teenager einen älteren Musiker angegriffen und dann mit seiner Gitarre und seinem Geld wegrannten. Yancy, Purdy, holt sie euch. Ach, Purdy. Purdy ist die... Direkte Befehle. Wenn Ihre Polizisten nicht sicher sind, wie sie vorgehen sollen, können Sie sie kontaktieren und fragen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Versuchen Sie sich möglichst um alles zu kümmern, was anfällt, aber verschwenden Sie nicht all Ihre Zeit darauf. Sie haben noch genügend andere Probleme zu erledigen. Oh, okay. Das Auto wurde hinter dem Haus der Browns geparkt. Durch das offene Fenster sind Stöhnen und Gelächter aus dem Wohnzimmer zu hören. Gut, das werden die Teenager sein. Ich glaube nicht, dass die Teenager echte Schrotflinten haben. Deswegen machen wir es mal auf die Oldschool-Art. Komm, aufmachen, Polizei. Täter. Ja. Wir haben Austin verloren. Okay. Das. Nee, scheiße. Ach, Price! Du Versager! Du blöder Versager! Naja. Also, hätte Price nicht erschossen werden können?
Das wäre jetzt, glaube ich, nicht der größte Verlust auf diesem Planeten gewesen, oder? Oh Mann, 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 Price. Du oller Kerl, du, Täter gefasst beim Angriff im Ghetto. Beamten sind auch unversehrt. Sehr gut. Purdy und Yancy, auf die beiden ist Verlass. Wir haben unsere einzige Afroamerikanerin im Team verloren. Das ist jetzt auch, das gibt auch keine gute Presse. Aber der Tag ist beendet. Dann beenden wir ihn auch. Wenn Sie glauben, dass Sie am nächsten Tag ein paar extra Leute brauchen werden, können Sie jedem Polizisten befehlen, zur Arbeit zu kommen und Überstunden zu machen. Aber wenn Sie ohne Pause durcharbeiten, werden Sie deutlich erschöpfter sein und dann wird zwangsläufig jemand einen Fehler machen. Klar, logisch, verständlich. So, ich kann jetzt mein Team zusammenstellen. Austin brauche ich wohl nicht mehr. Schicht A. Ah, okay, die sind alle zu Hause gerade. Konnten sich ausruhen. Sehr gut. Also ich habe hier noch ein paar mehr. Ich würde ganz gerne mal einen... Nee, Quatsch, brauche ich ja gar nicht, oder? Ach, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr zurückrufen, ne? Na, egal. Ja, das wäre der Tag. Mal gucken, ob ich jetzt noch eine Pressekonferenz halten muss. Oh ja. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? Half a million. Half a million? Why not a whole million? Because everybody wants to take a million. Figured I'd try something different. Half a million in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach.
A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, San killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And San's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Tja, das ist so ganz die ordentliche Polizei, werden wir wohl nicht sein, aber ja. Das sind die Schlagzeilen des dritten Tages, aber damit ist es das jetzt auch erstmal gewesen. Wenn euch das Projekt gefällt und auch das Spiel gefällt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Kommentiert gerne auch unten im Kommentarbereich, vor allem über den misslungenen Einsatz. Und dann geht's bald weiter mit This is the Police. Ich bin eigentlich derzeit sehr angetan von dem Spiel. Ich bin gespannt, wie es sich noch entwickelt. Aber bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.